Ja, ich muss jetzt gehen. Also, tschüss. Guten Morgen im Laden. Schauen wir mal, was der Tag bringt. So ein paar Fragen. Oh. Ich verpacke gerade mein schönes Specialized Gravel Bike nach Neuseeland und müsste das in einen Karton packen und jetzt habe ich einen viel zu großen und wollte mal anfragen, ob du vielleicht einen kleinen oder zufällig. Hm. Ein viel zu großen. Ja, der ist halt, ich brauche die Dimension 280 cm für die Lufthansa. Wenn das größer ist, zahle ich natürlich mehr. Ja, so gegen 11 wieder. Da muss ich nämlich los. Du rettest mir den Arsch, danke. Bis später. Bist du Tommy? Ja. Ah, okay. Ich habe neulich mit Ringo zusammen ein Rad gemacht. Schöne Grüße. Okay. Der hat mir auch gesagt, wenn ich was habe, soll ich zu dir kommen. Ja. Also ein anderes, nicht das. Ich habe noch so ein altes Koga Miata. Hat er mir ein bisschen geholfen, das wieder aufzubauen, was er irgendwie mal wieder macht. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich nur Koga Miata Sattel. Ja, also Hauptsache ich habe einen, weißt du? Also ja, ich sage dir aber, Hauptsache ich habe einen, das war sehr gut. Ja, ja. Ich hätte sehr ungern eigentlich weggehen. Ja, also du, ich nehme auch irgendein Schrottding erstmal. Hauptsache ich kann, was hast du denn da für einen? Sag mal. Ja, verstehe ich. Den würde ich ganz gerne aufschauen. Ja, den würde ich auch lieber. Den würde ich mir jetzt nicht verkaufen. Ansonsten habe ich eben nur. Der Sattel, kurioserweise, ist manchmal immer so, wer den klaut, ohne Ende. Ja, das ist krass. Jetzt haben wir auch im Haus mit uns gerade mehrere Sättel ab. Ja, das ist jetzt immer die Masche. Gestern kam auch schon, und die gebrauchten sind dann relativ schnell weg. Ne? Die gebrauchten, die man noch verwenden kann. Ja. Aber du hast neu habe ich grundsätzlich eigentlich nicht. Keine da, außer die Standards für meine Mieträger, die Breiten, die hier im Arsch passen. Das ist jetzt zu krass. Ja. Weil sonst wäre das eigentlich gestern gekommen. Pizza, gesagt. Ich weiß, aber letztes Mal haben sie es doch verschoben. Und meinen Sie diesen Dienstag? Hm? Okay. Halt. Wie viel Uhr? Ich weiß nicht. Mama kommt auch gleich raus. Geh dann mal hoch. Guten Appetit. Ja. Komm später wieder runter.
Okay. Und wow. Ja, bin noch hier. Dann hole ich mir noch einen Stuhl. Hey, warum? Setz dich hin. Ja, essen wir mal Eier gucken. Moin. Nein, Papa. Papa, isst du heute Eier gucken? Ja, du auch, oder? Ja. Das ist meine Eier. Das ist meine. Eigentlich ist deine Seite so hoch. Okay. Ich hab der Kleine und du hast den Großen. Papa, hast du das Basta? Papa, deiner ist auch ganz, ganz kalt raus. Papa, dein Keller ist ganz, ganz kalt. Mama, unsere Katze ist heute gestorben. Oder? Also unsere Katze ist der Wolken, oder? Ja. Aber wo ist unsere Katze? Ich weiß nicht. Unsere Katze ist Mitzi, oder? Mhm. Und wo ist mein Papa-Katze? Die Baby-Katze so. Meine Mitzi ist eine kleine Katze. Halbes Jahr später. Und dann hat sie immer ein Futter, oder? Aber man hätte sie kein Futter. Aber dein Baby ist auch kein Futter. Und mein Papa ganz. Mami, das Bein ist jetzt weggeplatzt. Hast du so einen praktischen Aufschlüssel, wie heißt das? Maulschlüssel? Ja. Ah, egal, ich mach das so in die Initiative. Oh. Ja, Felix, das ist heute früh da. Ich glaube, ich soll ja noch Kaffee trinken. Wow. Kannst du ja sonst nicht. Doch, kann ich sonst auch, aber sonst steht da ja mal. Also sonst zeigt die Zeit, die muss ich nebenbei. Ich habe gestern Abend noch das Rennrad hier vorbereitet. Also die Reifen runter. Neue Laufradsatz müsst ihr jetzt bald gucken. Ja, und aufheben. Dann sonst ist durch den. Also ist das Kunden hat das auch Unfall. Unfallritter, ja. Und ansonsten ist nichts weggekommen. Naja, hat noch ein bisschen der Steuersatz. Mhm. Schlagen die beide an der gleichen Höhe an, die? Tief? Ja, ziemlich. Ja, gut. Passt schon. Okay. Und Felix, erkennst du, ob er drittbar ist oder nicht? Weil du da, deine Hand streichelst die ganze Zeit? Ich hab's aufgegeben. Mhm. Sehr gut. Ja, also ich speichere das natürlich, aber ich... Nee, aber du musst du vorher den Kranz abziehen. Ja? Ja, kannst, aber wenn der Speichern alle locker sind, kannst du den Kranz nicht abziehen. Oh, ja, das hätte ich mir vorher wissen müssen. Also wenn die alle Speichen die festziehen musst du wieder. Sonst kriegst du den Kranz doch gar nicht runter. Dann ist es wertlos. Achso, aber die Oder meinst du, wir finden eine Felge, wo du gleich umspeichen kannst? Ja, dachte ich so, oder nicht? 1 zu 1 vom Speichenmaß. 26er, ja. 28er. Ne, ich meine 32er, 36er. 36er, genau. Aber diese ganze soziale Arbeit, die man so. Bloß da musst du, mir ist das tatsächlich egal, wa? Aber dann musst du offiziell, man kann nicht einfach so losgehen und du kannst quasi mein Konto nutzen für deine Bankgeschäfte. Das funktioniert halt nicht.
Oder was ja sowieso nicht nur mein Konto ist, sondern es ist ja unser Konto, es ist ja Familienkonto. Ach so, okay. Da hängt ja die ganze Familie drin. Da kann ich auf einmal stellen, mal vor, dann stimmt irgendwas nicht, ja. Und weil du irgendeine Zahlung irgendwie nicht machst oder was, okay. Und die sperren unser Konto. Oder? Wegen deiner Fehler, die du mal gemacht hast in der Vergangenheit. Ja, und dann habt ihr auch. Und dann stehen wir da. So, aber wir sind doch, ja wie, aber wir sind doch. Ja. Das ist doch die Zahlung von dem Herrn. Mhm. Flix. Ja. Von dem Flixbus. Bus. Ja, tja. Also ich helfe dir gerne, ist überhaupt kein Thema, Mike. Mhm. Kann ich ja gut leiden. Eigentlich. Nee, kann ich gut leiden. Aber alles, was, weißt du, alles, was offiziell ist, wie ein Bankkonto, muss offiziell auch laufen. Auch sein, ja. Okay. Und wie gesagt, ich denke, ein Sparkonto wäre für dich überhaupt kein Problem, weil allein aus dem Grund, also da hast du erstmal so eine Bankadresse, ja. Wo meinetwegen auch deine Mutti ab und zu mal was draufschmeißen kann, wenn sie Bock hat. Okay. Und ja, Monatskarte. Und du hast, erstmal eine gewisse Unabhängigkeit, wovon, ja. Wenn du damit schon umgehen kannst. Wenn du damit nicht umgehen kannst, wäre das das Falsche für dich, richtig? Ja, klar. Ja, oder selbst dann könnte ich ja immer noch. Ja. Allerdings, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob Behörden auf ein Sparkonto was überweisen dürfen, weil die müssen es ja auch irgendwie verbuchen. Echt? Nee, die müssen es verbuchen. Die Behörden? Ob die da was einzahlen? Keine Ahnung, kenne ich mich gar nicht aus. Okay. Das müsstest du wirklich selber mal erfragen oder eben dann mit Mutti mal hingehen. Ja. Oder einfach mal selber im Internet durchlesen. Das wird ja alles im Internet sein. Ja. Kann man sich ja alles anlegen. Also ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, bin da hingegangen und habe gesagt, ich brauche ein Sparkonto. Echt? Und dann haben sie mir eine Karte gegeben und dann hatte ich nach, also ich ist natürlich noch aus was hin, dann hatte ich nach ein paar Tagen, alles erledigt. Ja. Nee, die Karte habe ich zugeschickt bekommen. Die Karte wollte ich gerade sagen, genau. Genau, die habe ich dann irgendwie nach ein paar Tagen bekommen. Ja. Was sie in den paar Tagen gemacht haben, dann werden sie mich auch abgeglichen haben, wahrscheinlich überall und so. Wahrscheinlich. Ja. Das kann ja auch noch sein, dass sie dann sagt, oh nee, also wissen sie, sie haben ja hier und da. Aber beim Sparkonto ist ja keine Gefahr, dass du irgendwie an Geld kommst, was eigentlich der Bank gehört. Ja, stimmt. Du kannst quasi nicht überziehen. Nicht, du kannst nur ein Konto aber auch nicht, wenn du bei Null bist und kein Dispo hast, kannst du auch nicht überziehen. Naja, doch. Nee, aber bei einem normalen Konto könnte eine Überweisung stattfinden und dann geht die Bank immer in Vorkasse bei Überweisung. Okay. Immer. Aber nicht, wenn du kein Konto hast. Und zieht es dann erst hinterher wieder zurück und tritt dann an dich ran mit Mahngebühren. Und also sprich, hat er dann automatisch ein Minus. Und auch wenn es nur die 50 ist. Ja, 2,50 für eine Mahngebühr oder so. Was weiß ich, was. Das ist das Problem an der Geschichte. Die, klar, die holen sich das ja zurück. Du kostest ja keine 1.000 Euro Minus oder so. Aber du... Aber ich hatte zum Beispiel auch mal bei der Sparkasse ein Dispo, obwohl ich es gar nicht gedurft hätte. Also die haben mir... Offensichtlich hast du ja. Also manchmal räumen die das aber auch von alleine ein, wenn man ein bestimmtes... Bankbewegung hat. Ja, wenn so und so viel Geld auf dem Konto eingeht, dann, Und obwohl dann schalten die es frei. Ja. Wie gesagt, kann man nichts dagegen tun sozusagen. Ne? Das wollte meine Mutter damals schon immer verhindern und dann haben sie gesagt, naja, das Einzige... Das, wenn schon kann man sperren lassen. Ja, das habe ich dann aber auch gemacht oder versucht und dann war es aber wieder. Das wurde alle drei Monate. Immer und irgendwann bin ich drauf reingefallen und so kam es ja überhaupt zustande. 2.500 Euro durfte ich überziehen. 2.500 mit einem fast normalen Hartz-IV-Satz. Nur waren es halt 1.100 Euro, die ich bekomme monatlich wegen Miete. Und ich war in Ausbildung. Aber es kam alles vom Jobcenter und der Arbeitsamt. Ja doch, der meinte mal zu mir das Dreifache von den Zahlungseingaben. Ja, genau. 2.700. Alles bei eBay für Fahrradteile verschleudert. Krass, ne? Innerhalb von 3 Wochen. Meine Freundin hat Krise. Jede Nacht vom Computer gemacht. Und nachher die meisten Teile habe ich ja gar nicht verbaut. Die standen dann zu Hause in so einer Glasvitrine. Und schön auszusehen. Darf ich hier mal an dir vorbeiwischen? Na gut, ich. Bringen wir mal kurz hoch. Ja, wie spät ist das? Eieiei.
Na gut. Also interessante Reparaturen haben wir jetzt im Moment hier überhaupt nicht. Deswegen schalte ich jetzt mal kurz aus. Warten wir mal ab, was passiert. Alle Hunger sind keine Bremsen, sind ein Zustand. Leider hebt es nur diese GES-Fixie-Bremsen. Sind von Alle Hunger. Um Gottes Willen. Mann. Ja, muss die kufen jetzt eh ne? So sieht's aus. Vom Design her ist sie ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, also ich meine, Design ist so wie alle. Ja, Verarbeitung, ja, hat man ja auch schon fast 100 Jahre Erfahrung mit, wie man das macht. Also da ist ja jetzt diese alten Sandgussform, da sollte man jetzt nicht so viel dran verkehrt machen können an sowas. Habe ich mal geholt, um sie vorne an das Kirsch, an den Aufbau ranzumachen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles klappt, weil das ist nämlich so eine mittlere Länge und deswegen hätte ich ja gerne eine professionelle Bremse da dran. Ja, irgendwas schön hätte, aber geht halt nicht, weil die sind alle viel zu kurz, die passen da wieder nicht drin. Also muss ich eine nehmen zu einer mittleren Länge hier und das habe ich hier hoffentlich bei der erreicht, die schafft. Da muss ich jetzt nur noch, weil die ist für beides geeignet, die kommt im Lieferumfang, kommt die mit einer kurzen Achse für Hinterbau und mit einer langen Achse für die Vorderradgabel. Da muss ich natürlich das für die Vorderradgabel einbauen, sprich, das muss ich hier ausbauen, das mache ich jetzt. Schaut dabei zu. Tja, und der Felix, der will mein Konto mitnutzen. Das geht natürlich nicht, das ist natürlich irgendwo, ist dann ohne Grenze und irgendwo sägt dann auch vielleicht eher, dass er sich mit seiner Mutter halt irgendwie ausspricht und verträgt, sozusagen. Weil, naja, es geht halt nicht, kann man nicht machen. Na, wir haben Familienkonto, da hat alle drauf von uns und wenn er da mit seinem Kram mit bei ist, na, dann müsste ich ja ein Konto, so Pflegschaftskonto quasi aufmachen oder so. Wieso? So, ich fange an, ich zerlege. So, die Hutmutter haben wir schon mal ab. Jetzt kommt Jenne hier, die Kontermutter. Viel Vorspannung. Das Werbeschildchen würde ich durchaus, kann man nicht ersetzen gegen Weinmann. Ist ja alles fast baugleich bei den Dingern. Dann kommt der erste Hebel. Eine Gleitscheibe dazwischen, ist ja ein Ding. Kunststoff, kein Messing. Zweiter Hebel. Federabdeckscheibe und die Feder. Jo. Jetzt packen wir das im Grunde genommen alle Tiere wieder rauf auf die Achse. Das, was wir nicht brauchen. Dann haben wir noch kurze Achse zur Disposition. Die passt tatsächlich auch bei Weinmannbremsen. Das ist das einzig Gute. Kann man sich quasi aufheben. Hatte ich auch da schon mal eingebaut. So, wir brauchen jetzt hier die lange Version. Ich fange jetzt wieder so an. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Feder, Abdeckscheibe. Arm 1. Arm 1. Plastikscheibe. Arm 2. Rote Scheibchen. Das Alhunger Werbespezialisten. Vorspannung. Und die Konterhutmutter auf.
Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal, ob das von der Höhe her passt. Ich hoffe sehr. Knapp ist es, meine Güte. Nur noch längerer Schenkel. Na, mal gucken, ob das klappt hier. Ja? Deine Frau ist da. Super, meine Frau ist da. Wir gehen jetzt ein bisschen um die Ecke auf den Spielplatz. Was ist los? Flumen ist gerade alles in Ordnung. Flumen, was ist los? Skadi hat hier ihren Ball und noch andere Sachen. Und die Mann hat meine ganze Bastelkiste, die ganzen Knöpfe rausgeholt. Das ist nicht gut, Anouk. Ja? Aber Katharina, dein Fahrrad! Und Skadi hat sie auch benutzt, wenn ihr kommt und jetzt der Knopf in den Müll! Jetzt hab ich gar keinen riesigen Knopf! Aber ich hab meine Blumen weggemacht! Anouk hat deine was? Welche Blumen? Blumen, welches Rad möchtest du fahren? Papa! Kurz auf und abfahren hier mit dem Stück. Egal, ich mach erstmal Probefahrt. Und ich guck erstmal hier weiterhin. Der Schlauch kaputt. Neu gekauft gestern und schon wieder kaputt, weil irgendwas im Mantel steckt. Wir müssen gucken, was im Mantel steckt. Was meinst du? Okay, und Tommy macht Probefahrt, ja? Dahin mit seiner grünen schicke Bike. Jetzt gucken, wo die Wassermann steht. Wo ist das? Wo bist du? Bei dir nie von Tina Turner. Weil ich ihn gewissen habe. Wo bist du, Peter? Du sagst mir, Stressmacher. Der die Ärger macht. Der die Probleme macht. Das ist ein bisschen crazy aus, oder? Sein muss sein. Im Hintergrund telefoniert jemand. Spanisch. Deutsch. Spanisch.
Und Tommy ist wieder zurück von der kurzen Probefahrt. She's back. Mit der Blue Bike, mit den grünen Rädern. Ja, das ist geil, das fährt sich ganz gut. Die Übersetzung ist ein bisschen mädchenhaft, aber es fährt ja auch nicht. Hast du auch ein Mädchen gemacht, oder? Kirsch. Mädchen haben. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Jetzt brauchen wir noch eine Kirsche als Klingel. Ja, wohl. Ist das gereicht, aber... Mhm. Gefällt mir. Ihr formt mich. Er hat beschlossen, nicht zu verkaufen. Gefällt dir zu sehr, das Bike. Ja, ist leider sehr privat. Ja. Alle Kunden, die Interesse hatten. Tut uns leid. Oh, ich. Es tut uns herz leid, aber Tommy will es nicht weggeben. Kurze Probefahrt und vorbei. Nimmt da noch ein bisschen Östrogen, weil er meint, er ist ein bisschen mädchenhaft, damit, die, ja, damit sich die Gänge anpasst. Oh, und dann wird alles dirty. So, jetzt muss der Pro haben. Jetzt locker 2 Stunden gedauert. Guck mal, guck dich jetzt Tommy an. 2 Minuten. Das ist der Unterschied. Ich sehe auch nicht, habe Sehschwäche. Will man die Sachen nicht sehen. Dankeschön. Vorsicht, Spaß. Alles gut? Super, alles. Supi, supi. Nee, alles in Ordnung. Aufziehen, glücklich sein. Snakebite. Schuh. Bordsteinkante. Bordsteinkante. Achtung, beide Seiten. Ja? Da. Was ist denn los? Snakebite. Dicker, der hat ihn mir einfach so in die Hand gedrückt. Das war Verpackung. Das ist kein Kräuter, das ist kein Schwalbe, das ist nichts. Das ist einfach nur billig China-Mist. 6 Euro kosten einen Schlauch normalerweise. Ist mir Schnuppe, was ein Schlauch kostet. Ich will Spaß haben und. Ich will Spaß haben! Der Rest juckt doch keinen. Oder? Ob jetzt der Schlauch ein 6er kostet, ein 5er, ein 10er, der muss da rein, damit man Spaß haben kann. 6 Euro der Schlauch, okay? Wenn der gut ist. Der wirklich jetzt? Aber aufrunden bitte, ja, auf 15. Okay. Ja, warum denn nicht, wenn er gut ist? Wenn er was taugt, wenn er nicht aus China ist. Weil alles, was da irgendwie herkommt, taugt irgendwie nur 3 Wochen und dann kannst du das wieder in die Mülltonne schmeißen. Ja, zeig mal, ich will sehen. Und den Namen hast du gerade gedruckt, ja? Den Namen habe ich gerade raufgestempelt. So machst du das also. So macht man das. Alles klar. Also, ich mache immer irgendwie in die Felge, dann nehme ich die Dings, mache die von unten irgendwie so. Fertig. Einbauen. Ja, ich habe zu viel Luft dran gemacht. Es gibt Platz. Ich brauche da im Schlauch und wenn ihr mir ein paar Grünen das 28. Guck mal, ein Workshop. Hast du den neuen Schlauch schon drin? Ja, ja. So behandelst du den? Das ist ja furchtbar. Ja, aber wie soll das aus? Der Mantel ist so dünn. Eigentlich nicht geeignet für die Felge. Das ist die stärkere Hände. Verrätet der nicht kaputt? Nein, das ist ausgemessen nicht. Das ist ein bisschen gewellt, ist nicht. Lieber ohne Werkzeug. Ja, ich kenne die Gefahr. Ich kenne die Gefahr und ich glaube, wenn wir sowas
schon ein oder andere Schlauch kaputt gegangen, aber ich habe. Hui! Aus Korea. Mit Soße oder Blut? Blut heißt Hellfeuer. Kimchi. Das schaffen wir aber so. Darf man bei die kurz Fragezeit Frage, Antwort? Ja. Hier bei den V-Breaks gibt es ein paar Punkte, wo ich will, ich mache das, wenn nur hier zwischen. Genau, hier und in den Federhosten. Da auch, ja, genau. Kann man machen. Und nicht zu tief, das, ne, wo gefettet ist. Okay. Und naja, wenn die, wie gesagt, vorne habe ich sie letztlich auseinandergenommen, genau, komplett genau, runtergezogen vom Sockel, den Sockel poliert, neu gefettet, die Federn hinten sauber gemacht und dann alles wieder zusammengebaut. Das muss jetzt aber so wie die jetzt eingestellt ist, anders geht es jetzt nicht. Ne? Das muss halt so bleiben, so vom Abstand her. Alles klar. Ja, was muss dann noch was weiter hier kurz Überblick? Ich habe jetzt hier die Zug und neue Hüllen und so verlegt. Na, die Griffe müssen dann drauf. Die Griffe müssen raus und dann muss alles festgezogen werden. Und eingestellt halt. Und Schaltung, und Schaltung eingestellt natürlich werden. Genau. Okay, was haben wir hier? Unfall. Unfallfahrrad haben wir hier. Du hast ja schon gesagt, der hat einen Unfall gehabt, der wurde vom Auto angefahren. Hier ist die Bremse rausgerissen, muss man biegen. Hinten das Hinterrad ist verbogen. Okay, jetzt versuchen wir den mal zurückzubiegen. Wolle, I miss you. Wolle, I miss you. Hier, kannst du ja an Wolfgang eine kleine Nachricht? Hey, Wolle, Wolfgang, I will miss you. Wolfgang. Wolfgang wird vermisst von Felix. Wolfgang, siehst du das überhaupt? Hallo, Wolfgang, kannst du mich hören oder sehen? Na komm, gib zu, du bist doch regelrecht, also nicht hier wie ich. Ja, nicht so, ja, du bist ein Jar, nicht so wie ich. Ja, you know Ja, it's Scar. The new God. Ja. Nee, Wolfgang, jetzt im Ernst mal hier, bei deinen ganzen YouTube-Fans, ja, du brauchst die Kamera, ich lauf doch extra hier in die Richtung. Und der dreht die Kamera noch zu mir. Kundschaft! Hallo. Okay, Wolfgang, nochmal, letztens, ich vermisse dich wirklich, vor allem deine Kochkünste sind, ne? Also ich meine, wir sind ja nie in Daumenschmaus-Gelegenheit gekommen, aber allein die Rezepte, wenn ich mir dazu vorstelle, wie das schmecken würde, wir müssen irgendwann mal kochen, ein Kochbuch entwerfen. Kochen lernen. Nee, jetzt im Ernst. Komm mal zurück, lass mal den Garten sein. Lass mal den Garten sein. Maulschlüssel. Halt's Maul! Ich hab Schlüssel da. Schiebe ich dir rein. Boah. Das ist ein Müllschmissen, danke dir. Die Kamera. Ach nee, ist ja mit belacht. Kamera läuft, Action! Ich sehe mich heute wieder selbst in YouTube. Cool, sieht gut aus. Ich war. Ich denke ich mal mit dem Spiel. Oder Tommy, sehen wir uns heute selbst in YouTube? Vielleicht. Pickel auf Sprint. Ach, der Film ist ja voll, stimmt ja. Chinesische kaputten Schlauch. Die kommen alle aus China, aber ich weiß ja, wenigstens das so in der guten Fabrik produziert. Genau. Deswegen, Alter. Ja, scheiße. Dann wundern sich, dass sie gerne Kunden haben, den Laden. Dass alle zu Tommy gehen und sich Schwalbe-Schlauch holen und alles. Verstehst du? Alles Schweinerei. Na gut, ich muss mir jetzt einen Burger einziehen gehen. Was machst du da, Mann? Wir sehen uns, Tommy. Mach's gut. Alles klar. Bis dann. YouTube. Yay. Wir sehen uns. Halt die Ohren steif. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ja, du hast ja wohl hoffentlich nicht gefragt, was ich mache, oder? Okay.
Was machst du bei Burger King? Wieso kommt der Zug hier reingefahren? Ich hab Hunger, apropos Burger King. Offen, ne? Ich wollte ja jetzt Reis dran holen, die ganze Zeit schon. Hallo? Ja, bitte? Warum? Ah, das hört sich besser an. Reparaturbedürftig und würdig sind ja zwei verschiedene. Nee, abends erst sagen, später die Verschiedenen. Ich habe versucht, einen Kranz links hier abzuziehen. Aber, was ist hier? Vom Hopf, mein Spätiman. Das ist mein neuer Kollege. Ja. Es wird eingestellt. Achso, ja. 38 oder 32. Ich habe auch wirklich eine Rauchen. Also, hier, ich mache noch eine Markierung. Zack. So einfach geht es. 1, 2, 3, 4, 5. Deine Zigarette liegt doch noch draußen, Felix. Ach stimmt, gut. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht verziehen. Wenn ich mich verzählt habe, die Ausrede zählt nicht. Ich komme wieder, ich sag dir, wie sie ziehen. Nein, ich muss ja heute noch fertig werden hier. Aber ich mach das schon, das ist schon in Ordnung. Hier arbeitet der Chef ja auch noch selbst. Das ist ja nun nicht, so ist es ja nun nicht. Eine Probierkurbel. Die haben wir natürlich nicht, damit können wir nicht dienen. Probier. Aber wir können mit einer. Probierkurbel hat es weggehauen. Hier, schaut mal, völlig durchgerockt, durchgerottet. Der ist ja nun kein Hit, nicht? Geht es Marin? Also ich weiß nicht, ob das deine Höhe jetzt ist, aber ja, doch. Ich mag die mal gerne schön tief, die Dinger. Okay, auch mal richtig drauf. Ah, immer mit der Hektik bleiben. Ja, gut. Jetzt greift einer dazwischen. So, gucken wir mal, was der Felix so kann. Was ist denn rumhüpfen gehen? Mit Tange-Rohrsatz. Tange-Rohrsatz. Tange. Ja, da ist der aber noch ein bisschen cool. Oh, wenigstens spielt das Wetter mit an. Sogar ja, nicht. Wetter. Wetter. In den Lenker ist aber schief, also das ist ja kein Wunder, wenn ich mich jetzt auf die Fresse packe. Ist der schief? Der ist schon gerade, deswegen wirkt der schief, ne? Der Lenker ist nicht fest, das ist hier so. So ein gerader Lenker kann nur schief sein.
Achtung, Krankenwagen! Krankenwagen? Oh, Hilfe! Hau rein! Mal gucken, was der Felix so kann. Mal gucken, was der Felix so konnte. Also okay, der Lenker ist kaputt, habe ich ja vorher gesagt. Deswegen ist es nur so passiert. Wie passiert das? Eigentlich nein, ist ja nichts passiert. Ist ja schön abgebremst dann an der Karre. Mann, das würde so Spaß machen mit dem Bike. Das ist gut, warte dran. Wie ist es denn mit dem Antrieb? Wie schaut der aus? Ist der noch brauchbar? Auf jeden Fall. Und fehlt echt in diesem Moment. Außer in dem einen. Da packt er auch hin. Ich bin so gewöhnt, mit dem Dirtbike zu fahren. Und vorher habe ich nur. Ja. Mit Dirt ist Rad? Mit Flick. Das Rad von Dirt war auf jeden Fall immer cool eingestellt und so. Nee, macht schon Spaß. Also das macht, aber das würde ich nicht. Ich muss mal nicht vor der Haustür machen. Kann man auch mal vorbei. Wirklich, ich hätte mir vorhin fast dreimal die Nüsse gebrochen. Dann wollte ich doch noch einmal. Die Faltung hat ja funktioniert. Ne? Aber ja, aber du, der Lenker? Hat gehalten. Er ist auch ein Originaler, klar. Ja. Very light. Alles noch original. Die Sattelstütze, ja. Der Lenkervorbau. Ja. Mit der mit amerikanischen Hammer, ich werde irre. Ja, klar, bewegt sich, cool. Macht Spaß. Kommt auch raus? Ja, siehst du, aber die Bremse muss ja. Ja, ja, aber das ist schon ein geiles Rad, Mann, so ein Marin. Ich konnte es mir damals nicht leisten, ganz ehrlich. Gut, das war nicht die teure Version. Das war, glaube ich, hier für 900 Mark hat es gekostet ungefähr. Dieses Bear Valley. Weil es hat das ja, komplett, ja. Das hat ja nur eine STX-Ausstattung, ja, also meine, nur 900, wenn du überlegst, ne, durch den Einkauf von einem Lehrkörper, ja. Damals ein Lehrer, hat 1,8 bis 2,2 maximal verdient, oder der Direx 2,5 D-Mark. Fängt mir nicht aus. In der Zeit, wo das Rad rauskam, ungefähr. Hallo! Sag das mal gerne als Vergleich, weil das ja so ein niedrigster Beamtenstatus ist. Ja, wahr. Beamte sind die lange nicht mehr. Ja, Lehrer, genau. Die durften ja nicht mal demonstrieren. So eine Generalüberholung gemacht von den Lichtbildern hier, dann kommst du gar nicht zu. Nee, da immer nur, wenn jetzt wirklich was kaputt ist oder so, dann gehe ich da ran. Oder wenn mir die Leute sagen, wissen Sie, der Mike ist. Ja, aber so ein Generalstück, das kannst du ja nicht machen. Nee, das kann man immer mal zwischendurch, denn wenn mal Zeit ist, wie gesagt, nimmt man sich so ein Ding. Man kann ja wirklich mal alle durch, ne? Von Anfang bis Ende. Nee, hast du leider nicht geschafft. Ach, fünfmal habe ich das. Stimmt, da bin ich ja irgendwann dann ab. Bist du dann abgehauen wieder? Hast keinen Bock mehr gehabt. Ja, aber das ist auch so fertig in der Zeit. Aber gerade habe ich Hoffnung, dass es. Ja? Hast du Hoffnung? Ja, klar, zeig mir einfach die letzten Tage. Lange war ich heute, war ich jetzt am nächsten. Das ist gut. Bist du zufrieden auch? Das ist ja wichtig. Also mit der Leistung ist das eine, aber vor allem halt einfach nur mit meinem Befinden. Ich weiß ja selber, wie ich mich fühle und dass ich dann abends so groggy bin und fertig. Ja, nee, ist einfach für mich. Es gibt mir ein bisschen Kraft, dass ich weiß, okay, ne? Bei den letzten Malen habe ich es eigentlich schon die Tage vorher gemerkt, ne? Das zieht sich und dann wieder ein paar Stunden. Und wenn ich jetzt weggehe, wenn ich wirklich, ich würde es dir mittlerweile sagen, ey,
ich schaff's nicht oder so. Aber das wäre mir jetzt die letzten Tage, das hat einfach irgendwie auch Spaß gemacht oder so. Ne? Ja, ist doch schön. Ja. Ist doch lustig hier, Mann. Vor allem Nachbarn, wenn, naja, oder halt einfach so, die ganze Szenario, ne? Ich kann keinen Fahrradladen, Spaß machen, zu schrauben hier. Auf morgen, ja? So soll es sein. Vormittag. So, dann sagen wir mal, bis gleich, ja. Ich komme dann gleich. Ich esse noch zusammen kurz mit. Oder setz uns hin oder. Setz uns hin oder irgendwas. Okay. Wir haben jetzt auch Komplex oder sowas. Na gut, dann musst du. Nee, ich bringe nichts mit. Ich habe auch keinen richtigen Hunger, sondern einfach nur, dass wir mal zusammen sind ein bisschen. Und die Kinder, ihr legt euch mal hin und schlaft. Genau. Also, bin gleich wieder da. So. Und schwupps, schon ist er wieder da, jetzt Tommy. Ja, schön. Und jo, jetzt machen wir Feierabend. Dennoch ist er schon jetzt 10 vor 10. Ja. 10 vor 10. Ich esse jetzt noch ein paar Cornflakes. Hier wird noch richtig gut versorgt. Da muss ich die Bestellung jetzt machen. Danach schneide ich. Also, ich mache Feierabend jetzt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao. Sagt Tommy. Und? Rest. Was Rest? Also bis dann. Ciao.